Der Jamtalferner Gletscher nahe dem Tiroler Bezirk Galtür. Er schmilzt und schmilzt. Der Gletscher verliert jährlich rund einen Meter an Gletscherdicke, dieses Jahr aber schon jetzt mehr als einen Meter. Normalerweise schützt Schnee den größten Teil des Gletschereises über den Sommer. Aufgrund der globalen Erwärmung und des daraus resultierenden Schneemangels schmilzt der Gletscher nun schneller als bisher. Andrea Fischer, die stellvertretende Direktorin des Instituts für interdisziplinäre Gebirgsforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, befürchtet bei diesem anhaltenden Trend ein Verschwinden des Jamtal-Gletschers in 5 Jahren. Jetzt sind wir am Anfang der Schmelzsaison und haben null Schnee. Der kann keine neue Substanz aufbauen, da gibt es nur mehr Schmelze und damit hat der keinen dauerhaften Bestand, weil um dauerhaft Bestand zu haben, muss im Gleichgewicht mit dem Klima sein und da muss das, was unten wegschmilzt, oben als Eis neu gebildet werden. Wenn man da raufschaut, dann sieht man, es gibt keinen Schnee, keinen Firn, er kann keine Substanz neu bilden, aber über die gesamte Gletscherfläche haben wir Schmelze. Bis zum Ende des Sommers könnte die Eisdecke des Gletschers um 7 Meter abgeschmolzen sein und damit rund 300 Jahre an Klimaarchiven. Gletscher enthalten einen unschätzbaren Datenschatz. Als sie entstanden, kapselte das Eis Pflanzen ein, die nun kohlenstoffdatiert werden können. Und basierend auf dem Alter solchen Materials können WissenschaftlerInnen daraus schließen, wann Eis in kälteren Perioden gewachsen ist oder wann wärmere Bedingungen es zum Schmelzen gebracht haben. Aber jetzt schmelzen die Gletscher schnell, auch der im abgelegenen und engen Jamtal. Der Gletscher ist bis oben hin schneefrei, wir finden keine hellen Flächen mehr vor, der Winterschnee ist vollkommen geschmolzen. Zusätzlich liegt sehr viel Schutt an der Oberfläche, der den Gletscher sehr dunkel macht. Dadurch nimmt er die Sonnenenergie sehr effizient auf, es steht sehr viel Energie für die Schmelze zur Verfügung. Das beschleunigt den Prozess noch einmal. Wir sehen die Ergebnisse, das Eis ist sehr stark ausgedünnt. Und diese grauen Flächen, die Felsflächen, die hier inmitten des Gletschers auftauchen, sind erst heuer, vor 2 Wochen, entstanden. Sie stehen jetzt schon über einen Meter über der Oberfläche. Und zu Ende des Sommers, dieses Sommers, wird ein Großteil des Gletschers verschwunden sein. Alle diese Flächen, wo wir jetzt schon Felsinseln sehen, werden dann nicht mehr vorhanden sein. Laut der Internationalen Kommission zum Schutz der Alpen sind die Temperaturen in den höchsten Bergen Europas in den vergangenen 120 Jahren um knapp 2 Grad Celsius gestiegen, fast doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Die rund 4000 schmelzenden Gletscher der Alpen sind mittlerweile zum Sinnbild der globalen Erwärmung geworden.